Einen wunderschönen guten Morgen. Ich gehe gerade mit dem Baby spazieren und möchte mal wieder ein Video machen. Mir kommen so ein paar Gedanken zum Thema, wie fotografiere ich aktuell, wie ist mein Setup und ganz wichtig, so nebenbei auch, wie lassen sich Vlogs, also Videos, in denen man, also YouTube-Videos in klassischer Weise, wie gut lässt sich das mit dem Handy fotografieren oder filmen, jetzt sage ich fotografieren, wie gut kann man mit dem Handy Videos machen, ohne dass ich jetzt beispielsweise einen Gimbal nutze oder dass ich eine große Kamera nutze. Ich habe so, man sieht das hier, da ein kleines Mikrofon und mich interessiert auch, wie gut funktioniert das Mikrofon, wenn ich das jetzt vergleiche. Das ist jetzt sozusagen, wenn ich kein externes Mikrofon benutze und jetzt stöpsel ich das auch mal wieder ein. Ich hoffe, man hört das jetzt, man hört das Video, man hört den Ton und dass auch dieser Switch funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Wie sieht das aktuell aus bei der Fotografie mit mir? Ich hatte ja, ich glaube, die letzten Videos drehten sich darum, ich bin von Nikon zu Fuji gewechselt. Grundsätzlich hat mich auch vieles am Workflow genervt, wie ich ihn damals hatte. Und Fuji war da irgendwie schon ein gewisser Gamechanger. Das hat mich sehr inspiriert. Mich hat sehr inspiriert, dass man erstmal die Hardware hat mich inspiriert, dass man direkten Zugriff auf gewisse Funktionen hat. Und mir ist das Bedienkonzept einer Kamera schon sehr wichtig. Manchmal sage ich auch irgendwie Leica für Arme. Also das finde ich, glaube ich, oder das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum meines Erachtens viele Menschen zu Leica oder eben auch Fuji wechseln, weil es doch schon eine Reduktion an Komplexität ist in der Bedienung oder bei der Fuji Schwarz-Weiß-Kamera auch in der Farbauswahl. Und das betrifft dann sozusagen den ganzen Post-Production-Prozess. Und ich war jetzt in letzter Zeit sehr eingespannt. Die Fotografie ist generell kürzer gekommen. Ich habe auch zunehmend weniger Bock auf Auftragsfotografie, sondern möchte eher irgendwie mit der Fotografie das machen, was mich interessiert, das fotografieren, was mich interessiert und auch so fotografieren, dass es irgendwie für mich den besten Workflow ergibt. So, jetzt habe ich ganz viele Themen in den Raum geschmissen. Wo fange ich denn an bei meinem Update? Also erstmal hat mich das Thema Fuji begeistert, weil es gibt endlich die Objektive, die ich haben möchte. Und im Wesentlichen ist das, ich rechne das immer um, es ist ein 23 mm Objektiv, nee, ein 16 mm Objektiv, genau, ich rechne das, ich habe das Objektiv im Kopf und rechne es direkt in Kleinbild-Äquivalenz um. Ein 16 mm Objektiv, was einer 24 mm Brennweite auf Vollformat entspricht und ein 33 mm Fuji-Objektiv oder DX-Objektiv oder Crop-Objektiv, was 50 mm Vollformat-Äquivalenz entspricht. Das sind sozusagen meine Lieblingsobjektive. Dann habe ich noch ein 13 mm Objektiv, was ungefähr 20 mm Vollformat entspricht. Und ich habe ein 23 mm Crop-Objektiv, was 35 mm entspricht. Wenn ich mich nicht entscheiden kann und einfach losziehe, dann ist diese 35 mm Vollformat-Äquivalenz, also die 23 mm für den Crop-Faktor, super. Wenn ich jetzt irgendwie Reportage machen möchte und weiß, dass ich näher dran bin, dann sind es halt die 13 mm, was ungefähr 20 mm entspricht und
35 mm Vollformat-Äquivalent, was die 23 mm entspricht. So viel ungefähr zum technischen Hintergrund. Das sind die Objektive, die ich benutze. Ich benutze weitestgehend Autofokus-Objektive. Das war mal eine Zeit lang anders. Da habe ich komplett mit manuellen Objektiven gearbeitet. Das hat sich auch wieder ein bisschen geändert. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Und das ist jetzt die Besonderheit bei Fuji. Klar, durch den kleineren Sensor, durch das Crop-Format, habe ich nicht die Freistellung, die ich bei Vollformat habe. Das heißt, wenn ich ein 1,4 mit der maximal möglichen Offenblende von 1,4, wenn ich da ein Objektiv habe, dann ist das bei Vollformat, ist wirklich das Gesicht scharf und der Rest ist tatsächlich nahezu komplett weg. Und diese 1,4 Offenblendigkeit, um das mit einem Crop-Sensor zu erreichen, beispielsweise einer Fuji, brauche ich da irgendwie sowas um die 1,0, 0,95, und ich habe tatsächlich ein Objektiv für Fuji, ein 33 mm Crop-Objektiv, also in der Welt der Vollformat-Fotografie wären das ungefähr 50 mm mit einer maximal möglichen Offenblende von 0,95. Und mit dieser Offenblendigkeit komme ich ungefähr an das Ergebnis, was ich bei einem Vollformat-Objektiv, was es ja bei Fuji nicht so gibt, dann geht es wieder los mit dem Mittelformat. Aber zurück auf Nikon kann ich sozusagen mit dem 0,95 bei Fuji das erreichen, was ich mit dem F1.4 auf Vollformat-Sensor beispielsweise bei meiner Nikon Z6 erreicht habe. Allerdings ist das Objektiv manuell. Ich glaube, aktuell gibt es da nichts, was mit Autofokus zu tun hat. Das stört mich aber nicht, weil es kommt ja darauf an, wofür benutze ich das. Wenn ich zum Beispiel eine Person sitzend, und ich mag zunehmend die eher ruhigere Fotografie, dass ich einfach mal spontan während eines Gesprächs oder während einer Unterhaltung ein Foto mache, dann habe ich da auch die Zeit und die Ruhe zu. Und dann benutze ich die Funktion Focus Peaking, das heißt, man sieht so farbige Punkte auf dem Bereich, wo etwas scharf ist. Das funktioniert wunderbar. Und mit dem Objektiv, was ich dann manuell fokussiere, kann ich großartige Ergebnisse produzieren. Das ist allerdings nichts, wenn man jetzt irgendwie im Bereich Reportage unterwegs ist oder eine Hochzeitsreportage fotografiert. Da funktioniert das Ganze dann eher nicht so gut. So, das ist jetzt ein Update zu den Objektiven. Als Kameras nutze ich nach wie vor meine Fuji X-T3. Ich finde, die X-T3 ist eine hervorragende Kamera. Wenn ich jetzt wirklich eine Reportage fotografiere, beispielsweise eine Hochzeitsreportage, dann benutze ich auch sehr, sehr gerne den Batteriegriff dazu. Und demgegenüber habe ich eine Fujifilm XS10. Die funktioniert super im Bereich Video. Es ist eine wunderbare Kamera, die ich dabei haben kann. Vielleicht mit einem Wechselobjektiv noch dazu. Aber wenn ich jetzt wirklich krass viel fotografiere, dann kommt die XS10 doch schon an die Grenzen. Das ist eher irgendwie eine kleine Kamera für dabei, für die Reise, für Ideen. Nichts, aber jetzt ist kein klassisches Arbeitstier. So. Das sind die beiden Kameras, das sind meine aktuellen Objektive, und ich glaube, jetzt sind wir, es wird uns zu lange, das ist vielleicht nochmal ein extra Video wert, dass ich erzähle, wie mein Workflow ist. Das ist nämlich neben der Kamerawahl auch nochmal ein richtiger Gamechanger. Ich habe mich mit dem Fuji-System auseinandergesetzt, mit Lightroom, Capture One, auch den Weg über Photoshop. Und da erzähle ich liebend gerne mal, wie da jetzt mein aktueller Workflow ist. Was passiert mit den Fotos und wie gehe ich damit um? Dann, wenn wir schon bei Hardware sind, noch kurz sei zu erwähnen, dass ich auch viel mit dem Handy probiert habe. Und ich muss sagen, das ist auch der Punkt, der mir bei Hochzeitsfotografie auffällt.
Handys machen mittlerweile ein verdammt gute Bilder. Also ein aktuelles iPhone macht mega krasse Bilder. Und auch ich musste feststellen, dass wenn ich das Handy auf manuell stelle, kann ich extrem interessante Bilder machen. Ich habe zum Beispiel manchmal ein kleines Mini-Stativ dabei. Also eine Langzeitbelichtung ist mit dem Handy auch überhaupt kein Problem mehr. Ich kriege diese Streifen bei Autos hin, wenn sie durch die Gegend fahren. Aber wenn ich dann doch wieder die Kamera in der Hand habe, muss ich zweifelsohne feststellen, dass das besonders die Funktionen, die auf Tasten gelegt sind, ist es unschlagbar. Also da kommt man mit dem Handy nicht mit. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, Handybilder haben eine absolute Berechtigung. Man kann wunderbare Landschaftsfotos machen, man kann das ein oder andere Porträt machen. Und am Ende des Tages, beispielsweise wenn ich auch noch eine Schwarz-Weiß-Simulation benutze, wird, und das ist immer das Entscheidende, frag doch mal den Betrachter des Bildes, ob er dir sagen kann, oder vielleicht ist es sogar ein befreundeter Fotograf, ob er dir sagen kann, sag mal, wie findest du das Bild? Boah, cool. Und ich vermute mal, in mindestens 50-70% der Fälle wird dir keiner auf Anhieb, wenn wir von Instagram reden, schon gar nicht, sagen können, mit welchem Gerät, mit welcher Kamera ist das Foto gemacht worden. Und das ist dann wieder der entscheidende Punkt. Wenn dir das am Ende keiner sagen kann, dann hat das Handy seine Berechtigung, weil es ist eigentlich immer dabei. Und die Kamera hat ihre Berechtigung. Es macht in meinen Augen mehr Spaß, ist praktikabler. Und egal welcher dieser beiden Argumente überwiegt, er wird immer recht haben, wenn ein interessantes Foto dabei herumgekommen ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und mich würde jetzt noch brennend interessieren, wie du die Qualität dieses Videos findest. Geht das, wenn ich mein Handy einfach so in der Hand habe, oder ist das zu wackelig? Das ist ja auch so eine Sache. Ich spaziere gerade mit meiner Tochter, sie schläft und ich kann ein kleines Video machen. Das wäre jetzt mit einer größeren Kamera nicht möglich gewesen, also würde dieses Video nicht entstehen können, wenn ich sagen würde, ich mache das nur mit einer größeren Kamera oder mit einem Gimbal. Ein Gimbal ist vielleicht noch eine Idee, da hätte ich Bock zu experimentieren, dann sieht das aber so bescheuert aus, wenn man damit durch die Gegend läuft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.